Seit den frühen Morgenstunden des 7. Oktober beschießt die islamistische Palästinenserorganisation Hamas Ziele in Israel. Israels Ministerpräsident Netanyahu rief daraufhin am Sonntag den Kriegsnotstand aus. Bürger Israels, wir sind im Krieg, nicht in einer Militäroperation, im Krieg. Heute Morgen hat die Hamas einen mörderischen Überraschungsangriff gegen den Staat Israel und seine Bürger gestartet. Ich habe die Mitglieder des Sicherheitskabinetts zusammenberufen. Ich habe angeordnet, die Städte von den Terroristen zu befreien, die sich dort eingeschlichen haben. Und ich habe Reservisten einberufen, um den Angriff mit einer Macht und in einem Umfang zurückzuschlagen, die sich der Feind nicht hätte vorstellen können. Ich weiß nicht, was eure Gedanken waren, aber als ich am Sonntagmorgen mitbekam, was da in Israel gerade abläuft, kam mir gleich dieser Brief von Albert Pike mit den geplanten drei Weltkriegen in den Sinn für die Schaffung einer neuen Weltordnung. So wird uns hier in diesem Artikel erklärt, dass Albert Pike eine Vision erhielt, die er dann in einem Brief, den er am 15. August 1871 an Mazzini schrieb, beschrieb. Beide waren sie 33 Grad Freimaurer. In diesem Brief wurden Pläne für drei Weltkriege dargelegt, die für eine neue Weltordnung als notwendig erachtet wurden. So ist es erstaunlich, wie genau sich die Ereignisse des Ersten und Zweiten Weltkrieges erfüllt haben. Über den Dritten Weltkrieg schrieb er Folgendes. Dieser müsse angezettelt werden, indem die durch die Agentur der Illuminaten verursachten Differenzen zwischen den politischen Zionisten und den Führern der islamischen Welt ausgenutzt werden. Der Krieg muss so geführt werden, dass der Islam, die muslimisch-arabische Welt und der politische Zionismus der Staat Israel sich gegenseitig vernichten. In der Zwischenzeit werden die anderen Nationen, die in dieser Frage neu gespalten sind, gezwungen sein, bis zur völligen physischen, moralischen, geistigen und wirtschaftlichen Erschöpfung zu kämpfen. Der Brief schließt dann mit der Vorhersage, dass das Christentum und der Atheismus aussterben würden und sich eine weltweite Regierung entwickelt. Also eine neue Weltordnung. Tja, und laut Papst Franziskus befinden wir uns bereits im Dritten Weltkrieg. Viele Evangelikale sprechen seit diesem Angriff auf Israel auch von Erfüllung von Prophetie. So auch der Baptistenprediger Greg Glory. Er meint, dass der Krieg zwischen Israel und der Hamas Teil der biblischen Endzeitprophezeiung ist. Er sagt, dass Israel bei den letzten Ereignissen eine Schlüsselrolle spielt. Es ist der Mittelpunkt der Endzeitereignisse. Und hier noch ein weiterer Pastor. I'm telling you what, we are seeing prophecy unfold before our very eyes with what took place this weekend. Und dieser Pastor, Greg Gluck, geht sogar so weit, dass er sagt, es gibt nur eine Antwort, die Israel hat. Verwandle Gaza in einen Parkplatz. Nivelliere das Ganze. Die palästinensische Unterdrückung ist Medienpropaganda. Zerstöre die Terroristen und erobere jeden Zentimeter zurück, den Gott dir gegeben hat. Ich habe danach in seine Predigt hineingehört. Interessant ist, dass er sagt, er würde nicht politisch sprechen. Doch genau das tut er. Jesus hat nie zum Kampf gegen die Römer aufgerufen. Vielmehr sagt er, denn alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen. Auch Präsident Biden sprach davon, dass Amerika voll und ganz hinter Israel stehen würde. Israel hat das Recht, sich und seine Bevölkerung zu verteidigen, ohne Wenn und Aber. Es gibt nie eine Rechtfertigung für Terror. Und in meiner Regierung ist die Unterstützung Israels felsenfest und unverrückbar. Und lassen Sie es mich so klar sagen wie möglich, dies ist kein Moment für israelfeindliche Gruppen, um die Situation zum eigenen Vorteil auszunutzen. Die Welt schaut genau hin. Wie kommt es nun? Oder anders gesagt, wieso dieses Interesse an Israel jetzt unabhängig davon, was da gerade geschieht? Und wieso sprechen diese Prediger von Endzeitereignissen in Bezug auf das, was da gerade geschieht? Nun,
Für die evangelikale Welt und somit für viele Christen spielt das physische Israel, also der Ort selbst, eine buchstäbliche Rolle in ihrer Bibelauslegung. Wir sprechen hier von der Dispensationslehre. Doch um was geht es bei diesem Dispensationalismus? Der Dispensationalismus ist eine Variante des Futurismus. Was ist Futurismus? Der Jesuit Francisco Ribera veröffentlichte 1585 eine futuristische Sichtweise der Prophetie. Der Antichrist käme erst in der Zukunft ganz am Ende. Er käme aus dem Volk Israel und würde erst nach einer unsichtbaren Wiederkunft Jesu und der heimlichen Entrückung der Gläubigen auftreten. Er würde den Tempel wieder aufbauen, den christlichen Glauben abschaffen, sich an die Stelle Gottes setzen und die Welt innerhalb von 3,5 Jahren erobern. Im 19. Jahrhundert übernahmen viele Protestanten diese futuristische Sicht Riberas. Wenn also Christen nach Israel schauen und davon sprechen, dass Prophetie dabei ist, sich zu erfüllen, dann geschieht es auf der Basis einer falschen und täuschenden biblischen Auslegung, die sich ein Jesuit ausgedacht hatte, um von der wahren antichristlichen Macht abzulenken. Und dennoch glauben so viele Christen, dass es so ist. Nehmen wir zum Beispiel die geheime Entrückung. Dispensationalisten gehen davon aus, dass eines Tages alle Christen heimlich entrückt werden und dann einfach nicht mehr da sind. Doch biblisch gesehen lässt sich das nicht rechtfertigen. Die Entrückung findet bei der Wiederkunft Jesu statt und ist mit einem sichtbaren, hörbaren und weltweiten Ereignis verbunden. Die 70 Wochen aus Daniel 9. Ihre Datierung der letzten Ereignisse entnehmen die Dispensationalisten der Prophezeiung über die 70 Jahrwochen in Daniel 9. Diese Prophezeiung teilen sie jedoch willkürlich in 2 Teile. Die ersten 69 Wochen betrachten sie als Vorhersage des Lebens und Sterbens Jesu. Die letzte Woche verlegen sie aber in die Zukunft und sehen darin eine Beschreibung der allerletzten Ereignisse. Eine besondere Rolle im Dispensationalismus spielt Israel. Angeblich würden die Juden in der letzten Epoche, nachdem die Christen heimlich entrückt wurden, das Evangelium annehmen und es dann anderen Völkern verkünden. Der Antichrist, der auch aus Israel stammen soll, würde sie zwar unterdrücken, aber nach 7 Jahren würden sie durch das sichtbare Erscheinen Jesu gerettet werden. Die Bibel beschreibt allerdings, dass seit Jesu Wirken auf der Erde Israel nicht durch biologische Abstammung definiert wird, sondern durch den Glauben an den Messias. So werden sowohl Juden als auch Heidenchristen als Israel bezeichnet. Von einer besonderen Endzeitrolle des politischen Israel ist in der Offenbarung nicht die Rede. Es gibt auch so viele Bibeltexte, die uns erklären, für wen oder was der Name Israel heute steht. Und tut mir leid, dass ich das sagen muss, aber wenn Christen heute in ihren Gottesdiensten weniger herumhüpfen würden und anstelle davon ihre Bibeln studieren, dann würden sie auch das, was gegenwärtig in Israel geschieht, biblisch richtig einordnen können. Sie würden da nicht glauben, was ein Jesuit erfunden hat, um von ihrer eigenen Institution abzulenken. Sie würden da nicht einem Gedankenkonstrukt erfunden, um gegen die Reformation zu kämpfen, auf den Leim gehen. Paulus sagt klar und deutlich, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist, und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Es geht nicht mehr um ein buchstäbliches Israel, es geht um das geistliche Israel. Wenn du dich für die in diesem Video aufgegriffenen Themen interessierst, wie den 70 Wochen, wer der Antichrist ist und so weiter, dann schau doch in der Infobox nach. Dort findest du ein paar Links zu diesen Themen und Bibelstudienmaterial. Ich wünsche dir Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.